Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Führungswechsel in der SPD ist vollzogen. Neuer Parteichef ist Franz Müntefering. Der Sonderparteitag in Berlin wählte den Fraktionsvorsitzenden, wie erwartet, mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Bundeskanzler Schröder, der sein Parteiamt zur Verfügung gestellt hatte. Müntefering erhielt 95,1% der delegierten Stimmen. Neuer Generalsekretär wurde mit rund 79% der Bundestagsabgeordnete Klaus-Uwe Benneter. Die neue Parteiführung rief zu Geschlossenheit und Kampfeswillen auf. So sehen Sieger aus. Nach dem überzeugenden Wahlergebnis von Franz Müntefering gab es ein Geschenk vom Ex-Parteivorsitzenden. Parole zupacken steht auf dem historischen Plakat. Und Franz Müntefering hatte zuvor klargemacht, wie die SPD sich und das Land aus der Krise bringen kann. Wenn wir kämpfen, wenn wir nicht glauben, dass die Dinge sich von alleine zum Guten wenden, und wenn wir uns unterhaken, liebe Genossen, Genossen, dann werden wir das schaffen. Die rund 50-minütige Rede des neuen Parteivorsitzenden enthielt ein klares Bekenntnis zur Reformagenda und zur SPD als Regierungspartei. Opposition gehört zur Demokratie dazu. Aber Opposition ist Mist. Lasst das die anderen machen. Wir wollen regieren. Der bisherige Vorsitzende Schröder hatte in seiner Abschiedsrede deutlich gemacht, Müntefering und er würden eng zusammenarbeiten. Aber der Abschied von der Parteispitze falle ihm schwer. Ich möchte, dass ihr das wisst. Ich war stolz darauf, Vorsitzender dieser großen, ältesten demokratischen Partei Deutschlands sein zu dürfen. Mit minutenlangem Applaus danken die Delegierten Gerhard Schröder. Danach rief der neue Generalsekretär abtrünnige oder schon ausgetretene Mitglieder zur Rückkehr auf. Die SPD ist immer noch eure politische Heimat. Kommt wieder, macht mit, wir brauchen euch. Trotz aller Reformen mit Schlagworten wie Solidarität und Gerechtigkeit will die neue Parteiführung in Zukunft ihre Mitglieder überzeugen und um neue werben. Zur Sprache kamen auf dem Parteitag auch die Pläne einiger Parteimitglieder zur Gründung einer neuen Linkspartei. Der frühere SPD-Chef Vogel sprach von politischem Sprengstoff. In einem Beschluss wurden die Reformkritiker in den eigenen Reihen ermahnt, die Regierungsfähigkeit der Partei nicht zu gefährden. Zum Schluss die SPD wieder ganz Tradition. Heute herrschte Harmonie. Doch alle im Saal wissen, es gibt noch viele Themen, die für die SPD zur Zerreißprobe werden können. Und so warnte der frühere Vorsitzende Vogel eindringlich vor der Gründung einer linken Protestpartei. Der Union kann doch nichts Besseres passieren, als dass es zu einer solchen Absplitterung und Parteiengründung kommt. Müntefering soll die Partei aus der Lethargie holen. Ob ihm das gelingen kann? Selbst die sonst oft kritische Linke verhalten optimistisch. Müntefering ist Mitte und stabile Mitte. Und das hat heute dazu geführt, dass sich die Leute wohlgefühlt haben und dass sie mit ihm gehen wollen. Das ist ein guter Start war. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Die Gewerkschaften nehmen Müntefering's Gesprächsangebot an und haben Forderungen. Wir brauchen den Dialog, um auch unsererseits zu sagen, was an der Politik geändert werden muss. Und da muss sich einiges ändern. Der neue Vorsitzende wird wohl schon bald mit Nachbesserungswünschen konfrontiert werden. Heute war nicht der Tag der kritischen Stimmen. Die Partei feierte sich, ihren alten und den neuen Vorsitzenden. Geschlossenheit und der Wille zu regieren scheinen wieder da. Doch im politischen Alltag muss sich erweisen, ob diese Aufbruchsstimmung anhält, wenn zum Beispiel die Entscheidung über die Ausbildungsplatzabgabe ansteht. Koalition und Opposition versuchen erneut, im jahrelangen Streit um ein Zuwanderungsgesetz zu einer Einigung zu kommen. Unterhändler von SPD und Grünen sowie Union und FDP kamen am frühen Abend in Berlin zu einer weiteren Gesprächsrunde zusammen. Bei den Sicherheitsfragen, die im Mittelpunkt stehen, sieht Innenminister Schily Kompromisschancen. Die Union verlangt eine erleichterte Abschiebung von Ausländern, auch wenn sie nur im Verdacht stehen, Straftaten zu begehen. In Frankreich ist vor wenigen Minuten der erste Durchgang der Regionalwahlen zu Ende gegangen. An der Abstimmung beteiligten sich deutlich mehr Menschen als vor 6 Jahren. Die Wahlen galten als Stimmungstest für die Reformpolitik des seit knapp 2 Jahren amtierenden konservativen Ministerpräsidenten Raffarin. Ein Votum mit vielen Unbekannten. Noch nie tappten die Wahlforscher in Frankreich so sehr im Dunkeln wie bei diesem Wahlgang. Die Beteiligung und das Votum für die Rechts- und Linksextremen bei allen Prognosen gaben sie die größten Rätsel auf. Jean-Pierre Raffarin, der Regierungschef, heute Morgen in seinem Wahlkreis Poitou-Charentes.
Ob die höhere Wahlbeteiligung seiner Regierungspartei UMP den befürchteten Einbruch erspart, bleibt abzuwarten. Die Unzufriedenheit im Lande hatte in den vergangenen Wochen Zehntausende von Menschen auf die Straße getrieben. Der Sparkurs in der Sozialpolitik und in den öffentlichen Einrichtungen, aber auch die von vielen Betroffenen beklagte Arroganz der Regierung ließ Raffarins Sympathiewerte in den Umfragen deutlich sinken. Die französischen Sozialisten mit François Hollande an der Spitze hoffen, aus dem Protest Wählerstimmen zurückgewinnen zu können. Sie waren die großen Verlierer der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren. Jean-Marie Le Pen schließlich, der Vorsitzende des rechtsextremen Front National, war dieses Mal nicht selber angetreten. Stattdessen kandidierte seine Tochter Marine in der politisch äußerst wichtigen Region Île-de-France. Die unerwartet hohe Wahlbeteiligung könnte jedoch das Ergebnis für die radikalen Parteien abschwächen. Soeben erste Prognosen bekannt gegeben worden, dazu live von dort Marion von Haaren. Ja, bei der innenpolitisch wichtigsten Wahl, das hat sich soeben bestätigt, lag die Wahlbeteiligung heute unerwartet hoch mit 61%. Das ist eine deutliche Zunahme. Die Terrorängste, aber auch die Ängste vor dem Wiedererstarken von Le Pens rechtsradikaler Partei haben offenbar die Wähler hier in Frankreich mobilisiert. Bisher liegen uns nur einzelne Ergebnisse aus den Regionen vor. Und danach sieht es so aus, als habe die Vereinigte Linke deutlich an Stimmen zugenommen. In der Region Paris etwa erreichte sie 40,3% gegenüber der Regierungspartei von Jean-Pierre Raffarin mit lediglich 33,8%. Und Jean-Marie Le Pens Front National erreichte hier 15%. Doch wie gesagt, dieses ist eine erste Hochrechnung. Wir müssen jetzt die Auszählung abwarten von allen 22 Regionen hier in Frankreich. Soweit zunächst einmal zur ersten Hochrechnung hier aus Paris und damit zurück nach Hamburg. Der afghanische Luftfahrtminister Sadiq ist bei einem Attentat ums Leben gekommen. Nach Angaben der Regierung in Kabul wurde sein Auto in Herat aus dem Hinterhalt beschossen. Sadiq war Sohn des dortigen Provinzgouverneurs Khan, der einer der mächtigsten Milizenführer des Landes ist. Unmittelbar nach dem Anschlag brachen heftige Kämpfe aus. Dabei soll es etwa 100 Tote gegeben haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Das Gebiet um Herat galt bislang als relativ sicher. Bei einem Raketenangriff auf einen beliebten Stadtteil in Bagdad ist mindestens ein Iraker ums Leben gekommen. Mehrere Geschosse schlugen nach Augenzeugenberichten auch in der sogenannten grünen Zone ein, wo sich die US-Zivilverwaltung befindet. Angaben über Schäden oder Verletzte gab es von dort nicht. Gestern waren in Fallujah zwei US-Soldaten getötet worden, als ein Militärlager beschossen wurde. Bei einem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen sind mindestens 5 Palästinenser getötet worden, unter ihnen ein lokaler Hamas-Führer. Die Israelis waren mit Panzern und Kampfhubschraubern in das Dorf eingedrungen. Als sie den Palästinenser festnehmen wollten, kam es zu einem Feuergefecht und einer Explosion. In einem Flüchtlingslager bei Bethlehem im Westjordanland zerstörten israelische Soldaten die Häuser von 2 Palästinensern. Nach Armeeangaben hatten dort 2 Selbstmordattentäter gewohnt. Tausende Menschen haben im Kosovo an der Beerdigung 2 albanischer Kinder teilgenommen. Unter den Trauergästen in Kabra waren der kosovo-albanische Ministerpräsident sowie ranghohe Vertreter der internationalen Verwaltung und der islamischen Gemeinde. Der Tod der Kinder hatte am Mittwoch die schwersten Unruhen zwischen Albanern und Serben seit 5 Jahren ausgelöst. Nach albanischer Darstellung waren die Jungen von Serben in einen Fluss getrieben worden und dort ertrunken. Ein drittes Kind wird weiter vermisst. In Taiwan ist es nach dem knappen Wahlsieg von Präsident Chen Shui-bian zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Die Opposition wirft der Regierung Manipulation vor. Es kursieren Gerüchte, das versuchte Attentat auf den Präsidenten sei inszeniert worden. Nach offiziellen Angaben siegte Chen mit dem hauchdünnen Vorsprung von knapp 30.000 Stimmen. Das oberste Gericht in Taiwan hat unterdessen die Wahlurnen versiegeln lassen. Die Opposition verlangt eine Neuauszählung der Stimmen. Die Regierung lehnt dies aber ab. Der Sport in der Tagesschau beginnt auch heute mit den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Reinhold Beckmann. Ja, da hatten sie doch vor dem Spieltag noch lautstark getönt, die Stuttgarter und die Bayern. Das mit der Meisterschaft ist noch längst nicht entschieden. Die Beute, die sie dann gestern nach Hause brachten, war aber eher bescheiden. Jeweils ein kleines Pünktchen gegen die Abstiegskandidaten Köln und Berlin. Wer also will Werder Bremen noch den Weg zum Titel versperren? Selbst eine Niederlage heute in Wolfsburg und Bremen hätte noch immer einen komfortablen Vorsprung von 8 Punkten. Aber bei Werder hat man sich ja ohnehin an das Siegen inzwischen gewöhnt.
4000 mitgereiste Bremer Fans glaubten heute fest an die 11 statt 8 Punkte Vorsprung ihrer 11. Für die erste gefährliche Szene der heute klassisch in Schwarz-Gold gekleideten Bremer sorgte ein Grün-Weißer. Karhan prüfte Ramovic Reaktionsfähigkeit. Die VfL-Defensive in der Anfangsphase desorientiert. Ailton. Von Wolfsburgs Heimstärke die zweitmeisten Siege nach Werder nichts zu sehen. Trainer Röber sah allmählich rot, denn es spielte nur schwarz. Werder wirbelte mit Klasnic, klasse Reaktion Ramovic. Werder Herr im Wolfsburger Haus bis zur 30. Minute. Topic auf Klimovic. Was für eine Chance, ein Kunststück, diesen Ball noch zu verstolpern. Die letzte Chance einer temporeichen ersten Halbzeit gehörte Klasnic. 0:0 zur Pause, was den Meisteroptimismus der Werder-Fans keineswegs dämpfte. Die 52. Minute nach diesem Foul von Bielisko von Miku gab's Elfmeter, ein Fall für Ailton. Doch der Brasilianer scheiterte, musste danach für Valdes raus. Werder jedoch keineswegs geschockt, drängte weiter. Die Belohnung nach 76 Minuten, Klasnic 1:0, die verdiente Führung der Bremer. Der Tabellenführer im Stile eines Meisters setzte nach und erhöhte 5 Minuten vor Schluss durch Miku auf 2:0. Werders 9. Auswärtssieg stürmisch bejubelt von Spielern und Fans, die mit 11 Punkten Vorsprung kurz vor ihrem Meisterstück stehen. Seit letztem Montag ist Karl-Heinz Wildmoser nicht mehr Präsident des TSV 1860 München. Aus dem Hintergrund aber regiert er angeblich weiter. Sein Nachfolger, der Wurstfabrikant Karl Auer, sei nur eine Wildmoser-Marionette, sagen die Löwen-Insider. Das Münchner Weißwursttheater lässt nur eins völlig in den Hintergrund treten. Die Löwen spielen um ihre Bundesliga-Existenz. Nur einen Punkt sind sie von einem Abstiegsplatz entfernt. Da wird ein Sieg gegen die auswärtsschwachen Freiburger zur Pflicht. Nach 12 Jahren heute nur von einer Decke gewärmt, die präsidiale Sitzschale. Der neue Karl Auer kam erst nach dem Anpfiff und bevorzugte seinen alten Platz. Und das war eine Löwenmannschaft, an der die Querele nicht abgeprallt waren. Ängstlich, zögerlich. Freiburg mit der Chance zur Führung durch Dennis Krupke. Allein Michael Hofmann verhinderte Schlimmeres für die Heimelf von Falco Götz. Doch schon in der nächsten Szene. Bruno Berner versetzte an die Görlitz. Dann Koulibaly und bereits nach 10 Minuten Führungstreffer als Höhepunkt der blau-weißen Verunsicherung. Freiburg tanzte aber nur eine Halbzeit. Nach der Pause kamen die 60er endlich besser ins Spiel. Fila Diarra und Paul Agostino. Heute im Angriff mit Schrot, laut agierte dahinter, mit dem Ausgleich gespielt eine knappe Stunde. Nun wechselte die Verunsicherung ins Freiburger Lager. Torben Hoffmann und Krupke auf der Linie. Glück für Golds Ersatz Julian Reinhardt. Aber ein Sieg war Karl Auer nicht vergönnt. Paul Agostinos Abschluss nach einem sehenswerten Konter der Löwen. Die letzte Möglichkeit. Am Schluss musste man froh sein über das Unentschieden. Zeyer zu überrascht, um die Löwen in den Keller zu stürzen. Das 1:1 dennoch nicht der erhoffte sportliche Befreiungsschlag. Ja, der Blick auf die Tabelle. Werder ist jetzt seit 16 Spielen unbesiegt. Der Vorsprung zu den Bayern beträgt 9 Spieltage vor Schluss 11 Punkte. Da darf man den Meistersekt schon mal kaltstellen. Wolfsburg orientiert sich mehr nach unten. Platz 10, ein Punkt dahinter der SC Freiburg. Und die Löwen sind an Frankfurt vorbeigezogen. Michael Schumacher spielt mit seinen Gegnern Katz und Maus. Nach dem ersten Saisonsieg in Melbourne gewann Schumacher heute auch den großen Preis von Malaysia. Dem aufwendigen Unternehmen Formel 1 droht schon früh die Spannung auszugehen. Michael Schumacher und dann lange nichts. 20 Punkte auf dem WM-Konto und die Konkurrenz wieder einmal dominiert. Für Weltmeister Michael Schumacher hätte die Saison nicht besser beginnen können. Der Ferrari-Pilot fuhr beim großen Preis von Malaysia vom Start weg der Konkurrenz davon und ließ sich die Führung bis zum Ende nicht mehr nehmen. Ein lachendes und ein weinendes Auge hingegen bei BMW Williams. Während Juan Pablo Montoya als Zweitplatzierter wichtige WM-Punkte sammelte, musste Teamkollege Ralf Schumacher 28 Runden vor dem Ende wegen eines Motorschadens das Rennen beenden. Besorgte Minen jedoch auch bei den Verantwortlichen von McLaren Mercedes. Denn auch für Vorjahressieger und Vizeweltmeister Kimi Räikkönen war wegen eines defekten Motors das Rennen vorzeitig zu Ende. Pokalspiele im Handball können manchmal ein echter Thriller sein. Nach dem Hinspielsieg von Flensburg mit 10 Toren Unterschied gegen Magdeburg glaubte keiner mehr an eine spannende Partie. Wie schön, dass man sich doch täuschen kann. Erst in der letzten Spielminute dieses Handballkrimis konnte die SG Flensburg-Handewitt den Einzug ins Finale der Champions League perfekt machen und jubeln.
39 Sekunden vor dem Abpfiff stand Magdeburg im Finale der besten Vereinsmannschaften Europas. Das 36:25 durch Christian Schöne hätte für den Einzug ins Endspiel gereicht. Lars-Kro Jeppesen sorgte dann aber gleich im Gegenzug für die endgültige Entscheidung. 26:36 aus Sicht der Flensburger, obwohl der Tabellenführer der Bundesliga mit 10 Toren auswärts verliert, zieht Flensburg ins Finale der Champions League ein. Tja, und im Finale trifft Flensburg jetzt auf den slowenischen Meister Lasko Celje. Turbulente Momente nicht nur im Handball, Jens Riva. Das Sturmtief Oralje ist mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 130 Kilometern in der Stunde über Deutschland hinweggefegt und hat erhebliche Schäden angerichtet. Mehrere Menschen wurden verletzt. Auf dem Hamburger Flughafen riss der Sturm Teile des im Bau befindlichen Terminal 2 Daches herunter. Die Zu- und Abfahrtswege mussten gesperrt werden. An zahlreichen Orten, wie hier bei Oldenburg, stürzten Bäume um und blockierten Straßen. In Bad Segeberg fiel ein umgerissener Bauzaun auf Bahngleise. Der Zugverkehr musste zeitweise eingestellt werden. An der Nordsee überschwemmte das Wasser Uferstraßen. Für die Ostseeküste, den Harz und das Erzgebirge hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. März. Das Sturmtief ist nach Russland gezogen, sorgt in Deutschland aber noch für starke, zum Teil auch noch für stürmische Winde. Der Wind dreht allerdings immer mehr auf nördliche Richtungen und somit fließt Kaltluft heran. In Skandinavien fällt jetzt schon Schnee. Ab Montag meldet sich der Winter auch bei uns wieder zurück. Heute Nacht muss überall mit Regenschauern gerechnet werden, die sich in den Hochlagen zum Teil in Schnee verwandeln. Wechselhaftes Schauerwetter auch morgen Vormittag, hier und da kurze Gewitter. Am Nachmittag reißt die Wolkendecke aber immer mehr auf und es gibt nur noch wenige Schauer. Dazu bläst ein frischer Wind aus West bis Nordwest, der in Böen Sturmstärke erreichen kann. Die Temperaturen heute Nacht: kühle 2 bis 5 an Neckar und Oberrhein 6 bis 7 Grad. Am Tag Werte zwischen 6 Grad am Alpenrand und 11 Grad in der Lausitz. In den nächsten Tagen sinken Quecksilber- und Schneefallgrenze weiter nach unten. Vor allem im Osten und Süden kann es schneien. In den anderen Regionen mal Sonne, mal Wolken und immer wieder Regenschauer. In den Nächten teilweise wieder frostig.